Hallo, willkommen zu der nun ersten Runde von dem Nosli gegen Nogano Match. Genau, Nogano, Kommentator Nogano. Weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wo er Kommentator ist, aber welchen Kanal er hat. Also die Leute, die Spieler können, die posten ihre Kanäle natürlich. Sowohl unter dem Video selbst, habe ich denen gesagt, als eben auch im Discord. Bisher hat es aber, glaube ich, nur ein einziger wahrgenommen. Ja, den doch international meist. Also und da ist sprachlich immer so eine Sache, aber ich habe es denen extra angeboten allen. So, los geht's. Sie haben das erste Britenspiel, das erste Saint-Dumer-Spiel. Das ist natürlich interessant. Bin mal gespannt, was sie da anstellen werden. Wir sehen auch schon hier einen Pio-Spam, der eigentlich relativ schlecht gegen, also klappt, weil ihr ja, ihr müsst ja das T1 bauen, bevor das Veterancy-Gebäude bauen könnt, ne? Und von daher klappt das eigentlich gar nicht mehr so gut im aktuellen Patch. Bin mal gespannt, was er daraus machen wird. Ja, Brite auf der Map, das war ja auch meine Prognose, dass das sehr, sehr stark sein könnte. Ob das jetzt so ist, werden wir gleich sehen. Wo wir gerade bei Statistik sind, ohne zu viel zu verraten, ich mache eine Statistik zu allen Spielen. Ich habe noch nicht alle Spiele durchgearbeitet, klar, ne? Das habe ich einen Backlog, das dauert ein bisschen. Aber bisher ist es so, dass die Hälfte der Spiele von der Wehrmacht gewonnen wurde, die andere Hälfte von der US-Seite. Das heißt also, diese Geschichte, wo die Leute sagen, Wehrmacht ist absolut OP im 1 gegen 1, hat sich bisher noch nicht bewahrheitet. Kann natürlich noch kommen, ist noch kein großes Sample unbedingt. Aber ne, ich mache die Statistik auf jeden Fall dazu. Auch Defense-Doktrin scheint auch bisher noch nicht eindeutig als stärker zu sein. Ich habe das auch mit aufgeschrieben. Lass uns überraschen. Ein anderes wichtiges Ding ist, alle Prognosen, die ich bisher gelesen habe, bis auf eine, wo ich nicht spoilern will, waren bisher falsch gewesen. Ist vielleicht auch nochmal interessant. Also alle haben die Siege der Spieler genau andersrum eingeschätzt und nicht selten irgendwie 2 Drittel zu 1 Drittel oder 90% zu 10% oder wie viele halt abgestimmt haben. Also ist auf jeden Fall immer, also bis jetzt sind alle Prognosen bis auf eine Paarung falsch gewesen, was auch interessant ist. Mal gucken, also vielleicht liegt es an den Maps, vielleicht ist es auch einfach nur so, dass die Leute immer alles wissen und es dann doch anders ist. Kann beides natürlich ein Stück weit sein. Am Ende des Turniers wissen wir zumindest zu der Wehrmacht-Pick-Dinger ein bisschen mehr. Ja, wir sehen also jetzt die Pios rumlaufen, also die versuchen natürlich alles zu kappen, aber vor allem an die Munnen ranzukommen und naja, er hat halt jetzt das Problem, dass er halt kein Wett vergeben kann, ne? Ohne ein T1 zu bauen. Ich weiß nicht, ob ein Headquarter reicht, ich glaube nicht. Also ich hoffe mal, dass die Spieler das trainiert haben, sich dabei was gedacht haben bei den Aktionen. Weil er hat nämlich jetzt das Problem, dass es eigentlich gar nicht so viel zu kappen gibt auf der Map für ihn. Er ist ja jetzt schon fast fertig. Und er braucht halt riesen Munden und gerade die Map bietet eigentlich gar nicht so viel Munden, hatte ich den Eindruck beim letzten Mal. Ne? Also er hat fast die ganze Map gecapped, hat aber noch nicht alle Munden. Also jetzt gibt es natürlich noch 15 oben drauf, wenn er die beiden da hat. Er braucht aber die Connection, die kriegt er also nicht, die Munden hier oben. Also er hat 27 Munden. Für einen Pio-Spam für gewöhnlich sollte man mehr Munden haben. Das ist etwas, was er vielleicht im Vorfeld hätte beachten sollen. Geht es T2? Okay, das heißt, seine Strategie ist wirklich, er möchte jetzt SCKFZ und Schreckgrenz machen. Oder halt nur Schreckgrenz meinetwegen. Sekunde. So, kann weitergehen. Was gekrabbelt an der Wand. So, also auf jeden Fall, der will jetzt hier Schreckgrenz machen, ne? Könnte ich mir vermuten. Was soll er sonst da rausholen? Mit Mortar wäre ein bisschen schwierig. Und das Problem ist halt, dass er keine Munden hat. Er hat auch viel zu viel Manpower, wie ich finde. Also wenn hätte er das in den OP, also hier zum Beispiel in den 10er OP spielen sollen, weil er die Munden ja braucht oder da unten. Also die hätten hier eh nichts zu tun, die Pios wirklich, kann man sagen. Das, was er im Moment macht, scheint noch nicht aufzugehen. Also vielleicht macht er was, was ich noch nicht sehe. Es kann ja durchaus sein, aber die, er hat halt Manpower, die er nicht benutzt, Munden, die er braucht, aber eine Manpower hätte er haben können. Und verliert gerade Map-Kontrolle, obwohl er die Cupping-Power gebaut hat am Anfang. Allerdings sieht man hier schon, wie er anfängt zuzudrahten und dann kein Brenn da ist oder irgendwas oder der neue Truck, der nicht vorbeifahren will. Und das will er wahrscheinlich nicht. Ist tatsächlich vielleicht ein kleines Hindernis. Also in dem Fall nicht, geht er einfach hinten rum. Aber wenn er mehr zudrahtet oder vielleicht Panzerfallen langsam baut, ne, was macht er jetzt hier sogar? Kann das ein Hindernis werden? Jetzt weiß ich hier gar nicht. Ich glaube, da können gar keine Fahrzeuge durchfahren, außer dem Brenn und Bike und sowas. Also die Panzerfalle hier, da sehe ich nicht. Also das blockt ja auch keine Infanterie, gar nichts. Ich bin nicht ganz sicher, warum er das baut. Also ein Panzer kann da nicht rein, wäre der Meinung. Da hat er extra sich einer der Spieler darüber beschwert, dass er meinte, deswegen wäre die Map unfair, weil man hier mit Panzer nicht durchfahren kann. Weder hier noch hier, wie er gesagt hat. Ob das da unten stimmt, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber da kann man mit Fahrzeugen auf jeden Fall nicht durch, außer ganz kleinen. So, und welchen Renncarrier wollte er da blocken? Also das würde mich jetzt ein bisschen überraschen. So, jetzt geht's los. Gren. Ja, er kann auch schon eine Schreck ausgeben, hat aber nur noch 10 Munden über. Also im Grunde genommen ist er schon im Aus, könnte man sagen. Also klar, kann er auch mit Schrecks jetzt arbeiten und dann seinen 5er Treibstoff benutzen, um den einen wettzugeben. Aber das ist kein geiler Kampf, den er dann führen wird.
Also eine Map, die halt Bottlenecks ist und wo man dann eben nicht kappen und outkappen kann den Gegner mit drumherum gehen und Flanken kappen und so, und das ist ja so eine Map, da ist wahrscheinlich der Pio-Spam, wo man Cupping auf Cupping Power setzt, eventuell nicht ganz so stark, könnte ich mir vorstellen. Oh, was machst du denn hier? Geht doch an die Deckung. An die Deckung! Also die haben doch auch grüne Deckung, wenn sie an der Deckung stehen. Da muss man Rechtsklick machen und ausrichten hier, ne, so. Ansonsten haben die nicht wirklich Deckung, die Leute. Also das ist ein etwas komischer Fighter. Da ist schon zwei Grenzen verloren und ein einziges Fenster. Da schießen ja vier Mann quasi drauf. Weil er nicht in der Deckung steht. Also er microt das irgendwie nicht. Da haben wir Flamme auf der anderen Seite wenigstens. Sehr schön. Aber dafür, dass das halt ein Recon-Squad war, hat er jetzt die gesamte Wehrmacht beschäftigt. Plus eben einen halben Gren gemassakert. Das sollte eigentlich von einem normalen Recon nicht passieren. Kratz, kratz. Nice. So, ja, der Brite, der verteidigt jetzt hier vorne, also der scheint ja gut bei zu sein, ne? Der hat die Ressourcen, die er eigentlich haben will, vermute ich mal, der geht auf Fahrzeuge. Ja, da vorne ist der dritte Briten-Truck. Ja, zwei, drei, nee, zweite. Achso, der dritte ist noch gar nicht da. Ach, ich hätte ihn eben gesehen. Aber er kann auf Fahrzeuge gehen, also der Brite hat unendlich viel Treibstoff, wenn ihr mal gerade guckt hier vorne, ne? 10er, 18er, also der ist gut dabei. Wobei, der kommt nur rein, wenn er disconnected hier vorne ist, aber... Das blinkt gerade blau aus irgendeinem Grund. Ich bin nicht sicher, warum das blau blinkt. Hat zurückgekappt, also das war noch am Abklingen. So, jetzt geht's los. Ne? Jetzt braucht halt Flammenwerfer und Panzerschrecks, um eben aufzuräumen. Also Gräben wegräumen zum Beispiel. Klar, der Flammenwerfer ist nicht in gutem Zustand. Obwohl, hier könnte er ja einfach ins Haus gehen. Ne, das ist kein Fenster an der Seite. Also der Brite hat sich das genau überlegt, wo er den Graben baut. Granate rein. Jetzt die Frage, was bringt. Hat die Mun ja nicht. Also klar, ist das nice und fuck. Also war tatsächlich richtig nice. Sehr schön. Gerade bei dem Winkel und allem war perfekt. Aber er hat trotzdem keine Munden. Also langfristig wird ihm das halt... Also er sieht ja, dass der Brite eigentlich nur auf Treibstoff setzt. Da muss jeden Moment der dritte Truck kommen. Und ich sehe halt nicht, dass er damit klarkommen wird. Jetzt hat er hier die ganzen Grenzen. Braucht halt unbedingt ein B2, wenn er die Infanteriekämpfe spielen will. Also wie damals in dem Ra-Spiel, wenn ihr euch erinnert. Ne? Da hat er das ja eigentlich auch... Contador hat das, glaube ich, gemacht gegen Ra. Dass er auch mit Grenz und Wett gearbeitet hat. Aber das ist halt tricky, weil der Brite, der hat halt mehrere Antworten. Der kann einfach die Artillerie holen oder einfach die einen Panzer holen. Geht halt beides, obwohl die Artillerie wahrscheinlich die einfache Lösung ist. Das kann halt hier genauso gut machen, ne? Also er könnte jetzt, ich weiß nicht, ob er schon einen Piat geholt hat, also hier so ein Typ da. Der müsste jetzt einfach nur hingehen und eine Artillerie hochziehen, dann wäre das Spiel im Grunde genommen vorbei. Genau. Und er braucht nur die Manpower für, noch 5 Treibstoff. Das heißt, er könnte einfach, keine Ahnung, Hubballer, sich hier hinten hinsetzen, Artillerie hochsetzen und dann wäre das Spiel durch, würde ich sagen. Also auf Infanterie Grenzspam zu setzen gegen jemanden, der eine Artillerie hochziehen kann, ist, glaube ich, sehr gefährlich. Und es ist ja nicht so, dass er ohne Probleme hinkommt, zumal er sich selbst eben auch zugebaut hat für seinen FDKFZ, dann eins gebaut hätte, um runterzufahren. Also von daher, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, aber ich würde jetzt eigentlich mein Geld auf den Briten setzen derzeit. Dass sich gegen den Standard-Gameplay mit MGs und so entschieden hat, gegen Briten, ist, glaube ich, nicht so ungewöhnlich. Gerade hier mit dem Mortar Half-Tag und solchen Schnickschnack, ne, wegen Mortar-Emplacement, das, glaube ich, nicht so überraschend. Hat er immer noch kein einziges OP, ne? Ich glaube ja nicht, dass das klappt mit wenig Ressourcen, die Strategie, aber mal überraschen lassen. Ich muss nur sagen, er hat einen Tommy-Fuck bekommen, ne? Also, das ist halt 450 Manpower wert. Beim Briten, also es war schon brutal, da eben am Graben der Kampf. Das hat der Grenn volle Leistung gebracht. Also der Graben war nicht gut für ihn. So, jetzt hat er den Captain, das heißt, er kann jetzt kappen und Fahrzeuge nebenbei holen. Oder eben das Fahrzeuggebäude holen. Man könnte auch überlegen, einfach klassisch um Infanterieblock zu setzen. Und dann, ne, hat er dieses Zelt schon, also die umsonst bekommt. Das sammelt ja fleißig da hinten. Er wird immer größer. Und der Gegner kann ja nur sehr schwer T3 gehen ohne den Treibstoff, zumal er auch die Grenze hat, die auf jeden Fall T2 bräuchten. Das verzögert den T3 dann noch weiter. Oh, fuck, schieß mal. D. Nein, warum hast du nicht D gedrückt? Den 4 hätte ich schon mitgenommen. Er hatte ja Munde, aber er hat auch nicht so viel Einkommen, der Brite. Also es ist immer noch eine Low-Resource-Map, das muss man einfach immer noch mal betonen, ne? So, und jetzt hat er natürlich ein Problem. Jetzt muss er Panzerstrecks ausgeben, Minen auf dem Feld haben oder... dass die Packs schießen, aber beim Gebäudekampf sind die Packs nicht so gut. Man kann immer wieder hinter dem Gebäude bauen. Und das wird er halt jetzt auch machen. Er hat jetzt einen Bunker hochgezogen, ausgegeben, damit er halt noch mehr Grenz bekommt. Oh, tatsächlich hat die Pack ein paar gute Schüsse abgegeben. Das muss er zur Reparatur. Also das hat sich jetzt erstmal gar nicht gelohnt für ihn. Ja, also er zeigt auf jeden Fall, dass er gut dabei ist, Nogano. Hier rechts wird alles weggekappt, dann ist die Mun endlich in der britischen Hand. Ja, die Frage ist wirklich, wäre neben der Artillerie statt dem Stuart nicht ein Tick besser gefahren? Und Infanterie-Squad neues.
der Angriff, jetzt mit Pack und Grenz, ne? Er hat wieder keine Munden, aber wenn er die zusammenkriegt für eine Schreck, dann könnte er natürlich mit der Pack und den Schreckgrenz jetzt langsam den Trucks auch wegräumen und dann wäre das Spiel für den Briten gelaufen. Aber die gewöhnliche Strategie ist, glaube ich, eher, dass man halt irgendwie schnell an die Trucks rankommt mit dem SDKZ zum Beispiel. So kann ich das von früher zumindest. Das wird natürlich hier unmöglich. Aber die Kämpfe, die wir jetzt hier vorne sehen, er wird halt Tommy für 450 bekommen und er Grenz für 300, ne? Das ist so ein bisschen die Logik, was nach Adam Riese 150 Nachteil für Wehrmacht ist. Ist so eine Mine da? Sieht so komisch aus. Ja. Damit der Stuart die Pack nicht mehr runden kann. Ja, das wird halt so lange klappen, bis er jetzt wirklich das Artillery-Placement hochzieht, wenn er das dann irgendwann vorhat. Hast du den fertig repariert? Ja. Kann jetzt auf die Flanke fahren. Weiß gar nicht, ob der durch Mauern fahren kann. Ich glaube nicht. Gewehrgranaten hat er vergeben. Ne, sind Piats. Aber ist genauso gut. Ne? Die schießen Leute aus der Deckung raus. Ja, und auch in den Häusern natürlich. Ne? Also der Ball ist einfach da rein, zack, und dann sterben da gleich die Leute oder das Haus stirbt. Das sah jetzt zwar nicht so gut aus, aber es klappt eigentlich ganz gut. Gewehrgranaten wären sogar noch einen Tick besser gewesen. Aber auch der Brite hat Munitionsprobleme. Baut auf die Artillerie! Da steht nicht, ob der Brite auf die Artillerie verzichtet im Moment. So, jetzt lohnt sich das mit den extra Pius hier so ein bisschen. Jetzt geht er halt, ne, kappen, wie ihr seht. Könnte das natürlich noch ein bisschen mehr kappen. Das, ne, da hat er ja zwei die Kappe, das ist ungewöhnlich. Da wird zwei für die Infanterie vergeben. Also wird er auch jetzt in den Kämpfen natürlich ein Stück stärker. Die Pack steht da vorne, die muss natürlich auf ihr Leben achten. Das Haus ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Jeder, der drin stirbt, wird von den Medics nicht aufgesammelt. Ne? Also und daher ist das für ihn nicht attraktiv, zumal er sowieso hier auch nicht so geilere Deckung hat. Also da sind ja viel mehr Leute hier, der Blob. Ja, das ist ja, ne? Also die Jungs, da schießen halt vier Mann aus dem Fenster raus, schießen 30 Mann rein. Ja? Also den dritten Blob da zu besiegen ist ein bisschen schwierig. Und jetzt sterben natürlich auch die Medics und wie gesagt, der sammelt halt für 450 und der sammelt für 300 der Bunker. Vielleicht hätte er noch einen Bunker, einen Mortar nachbauen sollen. Ja, irgendwas gewesen. Hast du einen Grenn da gerade nachgebaut? Also ein Mortar wäre vielleicht gut gewesen, weil das sind ja keine schnellen Kämpfe hier. Und das ist eine recht unmobile Armee. Aber dem fehlen jetzt Flächenschaden, ne? Also Flammenwerfer mit Bett fehlt ihm. Nebel fehlt ihm, Mortar fehlt ihm, solche Geschichten halt. Sniper zum Ausbluten hat er auch nicht, hat er noch einen Fug kassiert. Also jetzt wirklich den Grind mit dem Britenblob machen, das kann, glaube ich, nicht funktionieren. Und ich würde immer noch die Artillerie irgendwann erwarten. Ist jetzt Blitz gegangen. Kann er den Stu holen, das würde das Blob-Problem lösen. Und die Grenz und die Pack hat er ja, ne? Also wenn er jetzt wirklich einen Stu gleich holt, das sieht fast so aus, dann hat er schon die Antwort da drauf. Also ein Stu würde hier ein Massaker anrichten. Aber ich würde wirklich die Mun-OPs empfehlen bei der Map. Also wenn man Mun-Heavy spielt, ja? Dann laufen die Medics! Der hat in dem Weg gestanden! Schade, dass ich dafür keinen Screenshot habe. Tötet doch den Medic! Tötet doch den Medic! Tötet den Medic! Danke. Ist ja eigentlich fies, aber muss man ja machen in dem Spiel. T-17. Habe ich jetzt nicht verstanden. Also das Anti-Tank macht für mich gar keinen Sinn. Er hat ja Pierce, er hat den Stuart. Also er hofft damit, wenn Stu kommt, könnte ich mir vorstellen, dass er hier den Stu contestet in der Area. Naja, man kann auch einfach die Pierce unsichtbar machen zum Beispiel oder auf Panzer gehen. Oder man baut dann doch die Artillerie und schießt halt auch auf den Stu drauf mit der Artillerie. Es geht natürlich auch ein Stück weit. Das Ding ist halt, da ist der Stu, ja, also er hat es genau richtig erraten, das ist halt unglaublich, wie gut das erraten hat. Er hat ja keinen Trooper oder so, glaube ich, gesehen bisher. Als der Gegner Blitz ist, konnte er überhaupt nicht wissen und trotzdem hat er das perfekt erraten. Also es lohnt sich jetzt wahrscheinlich schon ein Stück weit gegen den Stu, aber was hätte er denn gemacht, wenn er jetzt kein Stu gekommen wäre? Er hat das ja gebaut, bevor der Stu auf der Map war, ne? Was hätte er denn dann damit gemacht? Also ganz optimal fand ich das Gebäude jetzt nicht. Ja, und der Stu kann natürlich sich trotzdem hinterm Haus verstecken, wenn man sieht, ne? Also war nicht nur High Risk, sondern auch noch, bis das Haus abgerissen ist, ein Problem. Wahrscheinlich auch, wenn das abgerissen ist. Oft ist halt, selbst die Ruine kann man nicht drüber schießen. Kommt das Haus, glaube ich, an, bin ich ganz sicher. Ja, also ich weiß es nicht. Und jetzt kommen die Schreckgrenzen natürlich nach vorne. Also ich glaube, dass das T-17 dieses Spiel jetzt verloren hat. Oder verlieren könnte, sagen wir mal so. Wollen wir nicht zu übertreiben. Aber jetzt kommen mal die Schreckgrenzen, die Pack und der Stu. Und naja, also der muss halt nur so lange hinterm Haus bleiben, bis halt das Ding kaputt ist. Und das hält halt wirklich nichts aus, ne? Er schießt sich jetzt einfach da durch so ein bisschen, aus der grünen Deckung. Alles, was er gebraucht hätte, wäre eine Artillerie gewesen oder ein echter Panzer oder sowas. Und die Pierce hätten den Stu auch bekämpft, gerade mit Unsichtbarkeit. Also den Blob muss er da reinstellen, das ist sicher auch nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Die reparieren fleißig.
Ich verstehe nicht ganz, warum man den Stu nicht einfach flanken geht, hier mit dem Pier von links. Na, er hat es aber nicht geschafft, die Reparatur war vielleicht doch sinnvoll. Ich habe gerade den Dings krattern gehört, ich sehe ihn noch nicht. Da, rechts. Da. Also der kann auch den Stu umrunden, ne? Das geht auch. Also der hatte nur Angst vor der Pack und der Mine wahrscheinlich. Also der Stuart hat sich überhaupt nicht rentiert, muss man leider sagen. Und der frisst halt nur Reparatur die ganze Zeit. Granate! Oh ja, die Granaten von dem sitzen gut. Nichtsdestotrotz sind uns alles Leichen, die halt ne, aufgesammelt werden. Und sie kriegt unendlich viel Infanterie hier gleich wieder raus. Ich denke mal, das wird wieder ein ganz frischer sein. Also da hat der Wehrmachtler jetzt doch recht gut investiert und leider nichts rausbekommen. Ja, nicht vom T-17 treffen lassen, weil der bewegt sich nicht. Der ist keine Überraschung, wenn du auf einen schießt. Okay, so, danke. Hättet eins vergeben, sehr schön. Also der Stu hat sich auch noch nicht gelohnt mit zwei Kills, eben weil der T-17 dann doch lange genug die Front gehalten hat. Es war, hätte tatsächlich in beide Richtungen gehen können. Und hier haben wir einen Gren. Witzig, beide kriegen ihre Truppen. Einer kriegt einen Tommy, einer kriegt einen Gren. Also Sniper wäre jetzt auch Mörder gewesen auf Wehrmachtseite die ganze Zeit schon, ne? Ja, das Ding ist tatsächlich ein Problem. Aber ich denke, dass es auch wieder in den Wunden liegt. Also er hatte eben nur eine Schreck gehabt bei irgendwie drei Grenz. Ne? Normal hat man halt drei, dann wäre das Ding sofort down gewesen. Da würde ich langsam mal rausgehen aus dem Haus, das wird jeden Moment einkrachen. Panzer. Hier oben. Wett. Drei für Infanterie. Jetzt sind hier die Gräben ausgehoben systematisch. Nice. Ja, der Stuart, der hat sich leider überhaupt nicht rentiert. Das ist so schade. Das ist eigentlich ein schönes Fahrzeug. Der müsste halt so einen Grenzblob erwischen, die gerade über die Straße gehen und dann Schrapnellschuss. Ne? In Deckung bringt es nichts, so ein Bunker ist auch nicht so geil. Aber es ist halt mit überall grüner Deckung auf der gesamten Map und zwischen einer Straßenseite der anderen so eine kleine Fläche nur sehr, sehr, sehr schwer zu realisieren. So, nichtsdestotrotz, die 17 nochmal. Das verteidigt zwar, das greift aber nicht an. Ne? Also von daher gewinnt ihm das Spiel nicht. Eventuell verliert ihm das die Mitte nicht. Aber die Mitte nicht verlieren, heißt ja nicht das Spiel gewinnen. Also von daher bin ich ja nicht von überzeugt, dass er da auf der richtigen Schiene ist. Die Grabenkämpfe laufen. Nur noch auf die Granate aufpassen. Eben hat ein Instant-Puck wegen der Granate. Wir stehen sich hier gegenüber. Ich bleibe immer noch bei meiner Meinung, dass ein einzelner Mortar auf der Wehrmachtseite sehr stark gewesen wäre. Häuser werden eingerissen, also das kracht gleich ein, das Haus. Ich würde da wirklich überlegen, rauszugehen. Gerade der Schreckrennen um. Okay, er hat keine Eile gehabt. Für die Bauweise. So, die Schreckrenns arbeiten sich immer weiter zum Truck vor hier vorne. Also schon das, ne, ein zweiter Schreckrenn und dass er näher ran ist auch ein Problem. Normal will man die halt früher haben, weil sonst der Blob hier ist. Also wie er wirklich an den gesamten Blob, wenn der Schrecks vorbeikommen will, weiß ich noch nicht. Aber wenn er irgendwie ein Zeitfenster findet, durch irgendeine Form, sagen wir gleich einen Feuersturm oder so, kann er ja nicht machen, ist ja Blitz, aber ne. Also wenn er die irgendwie verjagen könnte mit irgendwas hier für eine Sekunde und dann zwei Schrecks hier rumballern, ist alles weg. Aber genau das passiert ja nicht, es reicht nicht mit Blitz, ne. Aber Feuersturm, klar, hätte sich Terror gelohnt, der hat ja keinen Mund. Ich sehe da schon das Problem. Ich denke auch, dass Blitz mit dem Stu gar nicht so schlecht war. Also T3 mit Nebelwerfer, auch wenn der Adler dagegen bauen könnte. Das wäre hier brutal stark gewesen auf der Map. Und Granate. Oh, er sieht die nicht! Oi. Aber trotzdem, also, diese Manpower-Kämpfe sind für den Briten das kleinere Problem, denke ich. Die Mund braucht der Wehrmachtler viel eher. Also wenn die sterben, kann er das eigentlich wieder reinforcen und sammelt die auch teilweise umsonst. Aber der braucht die Mun der Wehrmachtler, um den Briten zu besiegen. Ne? Also von daher ist das hier kein guter Tausch gewesen langfristig. Und der steht ja immer noch AFK. Kannst du nicht zumindest dich in der Base parken da hinten und Leute fokussmäßig zurückziehen oder so? Jetzt geht der T3. Der Bolop. Er wünscht sich bestimmt so sehr die Mund für noch eine Panzerschreck. Also ist einer ist ja frisch rausgekommen. Er darf auf jeden Fall nicht mit den Panzerschrecks vorlaufen. Ne? Solche Kämpfe hier, da darf er keine Schäden von der Panzerschreck nehmen. Das müssen die Grenz ohne dann machen. Ja, hier mit dem Panzer ist er auch noch nicht weit. Ne? Da steht er auch nur AFK, um die Flanke zu decken.
Er hat halt Angst um seine Base hier so ein bisschen. Vielleicht auch sehr aggressiv gebaut, ne? Gibt auch nicht so viele Ecken, wo man es bauen kann sonst. So, Priest. Jetzt geht's los mit der Artillerie, ist das Spiel vorbei. Eben schon mal angedeutet, aber... Also die Artillerie ist ein gigantisches Problem für ihn jetzt. Ne? Er hat Wett 3 Infanterie-Blob. Und wenn die Artillerie das jetzt kontert, das macht die Artillerie. Ja, ne? Bunker, Pack, alles. Dann stirbt er halt langsam. Ich meine, das hätte er schon vor 10 Minuten haben können, die Artillerie. Aber jetzt hat er zumindest eine Artillerie und da wird es jetzt langsam gekontert. Vielleicht war das auch der Plan so ein bisschen, was er gesagt hat. Er tut so, als ob er keine bauen will. Und zieht dann nachher die Priest, da kommt endlich der Mortar. Ist ein bisschen komisch, ne? Du hast jetzt einen Mortar gebaut, obwohl du gerade T3 gegangen bist. Okay. Also der Mortar ist ja nicht stabiler als die Nebelwerfer. Wo ich hin? Genau. Dass er vielleicht wirklich gesagt hat, er baut die Artillerie mit Absicht nicht und damit der Gegner wirklich massiv in die Grenze investiert. Und dann baut er die Artillerie, damit es doppelt wehtut, ja. Wäre ungewöhnlich. Normalerweise wäre davon, wenn man es früher countert, meine Erfahrung. Aber das ist ja durchaus eine valide Strategie, wenn das die Überlegung war dahinter, ne? Ja, durchaus machbar. Überall Infanteristen, ist halt Stadtkampf. Auch die Gräben stehen überall. Der eine andere wird sich vielleicht fragen, ob die OP sind, aber wir haben ja eben gesehen, wie gefährlich die Dinger sind. Und bei den unsichtbaren Trooper, die da kommen können, theoretisch, wäre es halt auch nicht anders. Stu. Hier die Flanke ein bisschen schützen. Rücken sie überall vor. Ja, der müsste halt mit dem Pierce versuchen, vielleicht so ein paar Potshots an den Stu abzugeben. Oder mit dem halt. Also er ist halt schnell, ne? Der Stu wird ihn niemals treffen, wenn der halt... Also er kann auch vor dem Stu nicht herfahren, wird auch nicht getroffen, ne? Also ich glaube wirklich, dass der Stu ein bisschen aggressiver hier arbeiten sollte. Das Problem wäre nur, wenn die Pack da ist. Und die ist tatsächlich da. Aber man sieht hier schon, wie er sich schön das Haus stellt. Das Haus wird auch schon befeuert. Aber wenn ihr den Stu einfach hier durchfahrt, ne? Dann habt ihr ja trotzdem wieder Deckung. Ja, also die Wehrmacht komplett auf dem Rückzug. Der Mortar kommt vielleicht ein bisschen zu spät. Ja, und die Priest, die ne, hämmert gleich in diese Area rein und stirbt einfach alles. Also, die kann ja nicht daneben schießen. Das ist ja komplett voll, die Area. Also eben auch schon ganz nebenbei. Also die Pack, jetzt kann er alle Fahrzeuge reinbringen. Ja, jetzt einfach rein mit allem. Ne? Muss ja die Panzerschrecken ein bisschen aufpassen, aber gerade die snipen auch mit dem Cromwell ganz gut. Ja, und jetzt kommen sie beide rein. Er hat das mit der Pack halt genau gesehen. Und da liegt jetzt die Panzerschreck. Weggesniped. Der Nelschuss hat er komplett falsch gemacht. Er hat, ganz kurz... Er hat den auf Long Range gemacht, durch seine eigene grüne Deckung durch, gegen Leute, die teilweise auch noch in Deckung standen. Er hätte hier hinfahren müssen, es dann anmachen müssen, er hätte einen sicheren Fuck bekommen fast. Also das war sehr ungewöhnlich, das sollte eigentlich ein erfahrener Spieler wissen, vor allem der Brite. Wenn ich das sogar weiß, er spielt kein Brite. Also, das war ein ganz schlechter Schrapnellschuss. Und Moon ist ja sehr, sehr selten hier auf der Map, also das hätte er anders steuern müssen. Weil jetzt halt ein Dude mit Panzer schreckt, ne? Das hätte er halt verhindern können dadurch. Und ist auf dem Rückzug mit dem Panzer. Priest, Kills. 5. Und die Pack. Was machst du denn mit dem T3? Also er hat es ja eben hochgetaggt, hat es in letzter Sekunde abgebrochen. Ich meine, er hat es fertig getaggt, weil er immer noch T2-Einheiten baut, was ja eigentlich noch sein müsste. Aber den Mortar hätte er ja eben... Boah, ist ein Schuss. Den Mortar hätte er ja ne, eben nicht bauen müssen. Also Stux hätte er ja theoretisch bauen können zum Beispiel. Ne? Das wäre eine Idee. Auch nicht der große Freund von der Idee, aber wäre eine Möglichkeit. Drehen Angelpunkt ist ja wahrscheinlich immer einfach noch die Mun. Sonst hätte halt so ein Typ Wert 3 ziehen können, dann Sturmgewehren oder Doppelpanzerschreck, dann bam, weg, bam, weg, bam, weg, ja. Der kann doch hier hinten dann hinlaufen, unsichtbar, bam, weg, bam, weg. Also die Schreck-Dudes da, die mit Doppelschreck unsichtbar durch die Map laufen lassen und da gibt es ja genug Durchgänge, also keine einzige Mine und nichts liegt da. Das wäre ja locker möglich gewesen. Es hätte nur ein bisschen Geduld erfordert und Munition eben. Und das hieße dann weniger Granaten schmeißen zum Beispiel. Er ist in der Kirche, also ist immer weiter wieder zurückgedrückt. Nächster Graben. Überall Gräben. Er darf keine Ghost Traps machen, ganz nebenbei, von der Regel her, das macht er auch nicht. Und das ist auch der Grund, warum man hier diese Traps alle so zumacht. Normal würde man Ghost Traps machen und bei Bedarf und fertig bauen und reinhüpfen, was dabei ja nicht laut den Regeln. Der Mortarschuss hat gesessen. Warum hast du denn vor dem Mortar einen Graben gezogen? Er muss natürlich gucken, also die muss er jetzt weiterbauen oder abbrechen, wenn die nicht fertig ist. Ich sehe das tatsächlich gar nicht richtig. Ich glaube, die ist fertig, nur beschädigt. Bin ich ganz sicher, wie das von der Grafik dann aussieht. Normal ist es ja weiß, wenn das nicht fertig ist, aber er baut es weiter, also er macht es richtig. Ghost Traps wären halt ein bisschen zu stark. Ja, die Artillerie schießt mir jetzt die Steinzahl. Hat sich halt keine Antwort auf die Artillerie überlegt, was irgendwie das Standard-Wehrmacht-Problem in so ziemlich jedem Spiel ist, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Ist schade ein bisschen.
Und er hat ja die Antwort hier vor, er hat nur die Mumie gesagt nicht. Und die Antwort darauf wäre gewesen, ne, Dings zu machen. OPs zu stehlen, weniger Granaten zu schmeißen, sowas. Problem bei Blitz ist es auch ein bisschen, er hat es ja nur wegen dem Stu geholt, dass er gleich auch die Manpower-Blitz, ne, nicht benutzen kann, weil er keine Mun hat dafür. Also wahrscheinlich geht er deswegen auch auf Tiger, ne, als andere wäre ja Käse. Und Tiger wäre vielleicht wirklich gut hier, aber er hat dann trotzdem noch das Problem, dass die Adler auf ihn ballert. Ja, der Brit ist gut dabei. Überall Gräben. Ja, also wir haben es ja gesehen, es ist ja Counter bei der Graben ohne jedes Problem. Es ist nur eine Mundfrage. Stu, nice. Und die Mund hat er jetzt vergeben. Jetzt kommen hier die drei Schreckgrenzen. Da jetzt keine Artillerie reingeht in die Grenze und die schaffen es wirklich jetzt hier hinzukommen, dann können die hier vernichtend was machen. Das Problem ist nur, da kommt der Schrapnellschuss gefahren, da kommt das Überfahren gefahren, ja. Was war das denn? Ist gerade in eine Granate gelaufen? Egal. Nicht in das Haus gehen. Er hat Angst vor dem Schrapnellschuss. Ja, der Stu schießt auf den Graben. Das macht aber keinen Sinn, da macht er keine Schäden. Der müsste hier auf den Top schießen. Das kracht jetzt im Moment ein. Immer noch nicht. Das ist wirklich stabil gebaut, oder? Das hat nur noch hier die linke Mauer, hält das. Ich glaube nicht, dass das heutzutage noch so gebaut wird. Nicht andeutschen, dann kracht das doch zusammen, Mann. Das ist nur die Mauer hier, ne? Die linke. Solides Haus. Bam. Du. 15 Kills, also der hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt kommt der Tiger dazu. Und jetzt haben wir Tiger im Stadtkampf. Klingt jetzt noch nicht so geil. Auf der anderen Seite ist halt ein Tiger. Dem kann man auch nur schwer ausweichen dann in der Stadt, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt nochmal einen Unterschied macht. Aber der Mortar. Habe ich schon gesagt, dass der richtig gut ist, der Mortar? Dass meine Empfehlung war, den früher zu bauen, deswegen auch. Wow, was war das denn für ein Schuss? Von dem Tiger? Ein Schuss, vier Tote. Ja, der Tiger ist sicher ganz nützlich im Stadtkampf. Guter Schuss, mein Herr. Ja, und die Panzer, die können natürlich jetzt nicht beerdigen lassen. Aber er hat. Boah. Aber er hat natürlich noch ein T-17 da hinten stehen. Bounce. Ja, die Babykanone des Cromwells, die ist ja albern, ja. Da braucht man sich ja kein. Ach, sie gerade penetriert. Also normal ist sie schon albern. Ja, aber der T-17 ist halt ein Problem für ihn, ne, da hinten. Das Haus ist das Einzige, was zwischen ihm und dem T-17 ist. Ist halt doch schlimmer, als ich jemals gedacht hätte. Aber er kann jetzt nicht da stehen und auf die Artillerie warten. Siegpunkt ist noch einigermaßen okay. Bedenkt, dass die ja auch in diesen Spielen um die Siegpunkte spielen, damit die halt, im, ne, wenn das zweite Spiel anders ausgeht, die im dritten Spiel entscheiden können, ob sie die Fraktion wählen können. Ja, und die wollen ja alle sagen, ja, dass Wehrmacht okay wäre. Und von da ist für die das sehr, sehr wichtig mit den Siegpunkten, das Thema. Ich persönlich bin da immer noch nicht von überzeugt von dem Thema, aber die spielen auf jeden Fall dann noch den Siegpunkten, weil die Wehrmacht unbedingt wählen wollen. Im Moment kriegt die Wehrmacht auf die Fresse, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wer Host war bei denen. Ich check das gleich nochmal und du das im nächsten Spiel nachtragen. Aber ich würde vermuten, dass der Wehrmachtler Host war, weil das halt alle so sagen und machen. Kann ich gleich aber checken. Sag ich durch den nächsten Replay nachliefern, ob Nogane Host war oder Nosliv. Favorit habe ich gesagt, ne? War bei dem Spiel Nogano übrigens. Ganz klarer Favorit. Ich persönlich kenne auch nur Nogano. Nosliv wusste ich jetzt gar nicht einzusortieren. Habe ich sicher schon ein paar Mal gelesen, aber hatte ich nicht mehr im Kopf den Namen. Und wieder zwei Kills mit einem Schuss. Ist schon praktisch so ein Tiger, aber der Firefly tut den gerade hier wegchippen, ne? Also das kann er sich nicht lange angucken mit dem Firefly. Was ist mit der Packung? Schießt der nicht zurück? Das ist keine Sicht? Da musst du doch haben, wenn der schießt. Und wenn der schießt, kannst du auch schießen. Hallo, hast du jetzt fünf Schüsse eingesteckt von dem Firefly? Schieß doch zurück mit der dreckigen Pack. Hä? Also warum hat die denn nicht geschossen? Was war denn da los? Die ausgehabt? Oh, er hat eine Flanke gelaufen mit den Grenz. Da kommen sie. Na gut, ihr muss den Firefly ausschalten. Der Rest kann ja fast egal sein. Ja, haben beide nur einen Schreck wahrscheinlich. Der auch. Der macht dann den Siesta. Nicht sicher, warum er da wartet. Jetzt ist er hier in dem Gebäude dran. Der will aber aus Deckung. Er will über Zeit die runterchippen. Das funktioniert nicht, weil der mehr Reparatur hat als du. Also da müsste jetzt irgendwas runtergehen. So ein Artillerieschlag. Ist halt die Industrie dafür. Ein Goliath würde auch schon reichen, der da rein donnert. Aber es ist wieder eine Mundfrage. Ja, jetzt gibt es hier gleich einen Fug und Fug. Ja, das Problem mit den Grenzen ist echt, die Schreckgrenzen sind halt nicht so gut gegen Infanterie. Und die frontal auf die Infanterie zu schieben, ist halt nicht optimal offensichtlich.
Er hat es immer noch nicht kaputt bekommen. Ist halt echt ein Ärger. Also man kann vielleicht nochmal sagen, der Nebelwerfer wäre halt hier schon eine Lösung gewesen, ne? Potenziell. Zwölf Kills. Hat die Pack ausgeschaltet. Aber jetzt auch keine Überraschung, muss man leider sagen. Das Beste, was man da machen kann, ist die Pack wirklich ganz an die Seiten bringen, dass wenn die Arthur die Pack ausschalten will, man denkt da unten oder so, dass sie halt nur die Pack ausschaltet, nicht die Rest der Armee mit. Aber wenn die jetzt streut, ne, wird die es nicht machen wahrscheinlich, dann sind die alle tot da oben. Der Mortar hat 11 Kills. Also der Mortar ist ungefähr genauso gut wie die Priest mit 12 Kills. Obwohl, das hat inzwischen 13. Ja? Also, der Mortar kam, glaube ich, sogar später als die Priest. Aber ne, abgesehen von diesem einen, von dieser Packvernichtung ist der Mortar genauso gut. Ich sag's euch mal, den müsst ihr früher bauen auf der Map. Ja, der kommt an den Fahrzeugen nicht vorbei. Die Lösung liegt immer noch auf der Hand, aber ist wahrscheinlich schon fast ein bisschen spät dafür. Unsichtbarer Trooper und dann eben an eine Flanke rangehen hier von der ganzen Seite. Ist ja alles auf, ne? Einfach rangehen. Trooper, Doppelschreck, bababam, tot. Ja, also. Weiß nicht, warum man nicht auf die Trooper will. Ja, die Treffer hier. Also hier vorne kommt immer alle im Zehnerpack getötet, ja? Das ist schon ein Problem. Also, den Siegpunkt, den will er haben und der ist halt sehr teuer. Trotzdem muss der Wehrmachtler irgendwann mal vorrücken. Wahrscheinlich hätte es sich wirklich nochmal gelohnt, einen Sniper zu bauen. Irgendwann. Jetzt vielleicht ein bisschen spät wegen der Artillerie, aber vielleicht hätte sogar das trotzdem noch gereicht. Auch sturdy Bauweise. Also ich habe noch nie so einen Stadtkampf gesehen mit Panzern. Ne? Der Brite steht da, also der hat... Der Mortar! Ist langsam albern, wie gut der Mortar. Er schießt gerade seine eigene Pack kaputt. Ja, weil der merkt, der kriegt die nicht mehr. Und, oh, jetzt muss er aber einen Schritt beiseite gehen. Ja, der schießt jetzt auf den Mortar. Der hat die Schnauze voll. Ist der Mortar. Ja, ist er weg, der Mortar. Aber der Mortar hat ja die Priest outperformed, ja. Das ist natürlich auch krass, Mann. Ding brennt noch. Ja, er hat halt den Stu und den Tiger. Das ist natürlich Manpower sparend. Und jetzt kommt endlich der T3 und dann wahrscheinlich auch der Nebel. Und da muss er den dann Leben halten, also hinter dem Haus schießen lassen, weil der Nebel schießt halt senkrecht in die Luft, als in die Artillerie. Das heißt, man kann von hinter dem Haus schießen. Und die Artillerie, wenn die schießt, trifft die oft das Haus nur. Ne? Und Häuser, ne? Gerade die Kirche hier, also wenn ihr den Nebel hier vorne hinpackt, dann hat die Artillerie keine Chance, das eigentlich zu treffen, das Ding. Gilt übrigens auch für den Mortar. Und wenn es halt wirklich mal so ein Glückstreffer von der Seite mit Splash ist, dann braucht sie mehrere von, dann könnt ihr es wieder bemannen, weil das Gerät davon kaum beschädigt wird. Und da kommt der Nebel. Auch ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und ich würde halt wirklich damit liebäugeln hier, den Schreck du zu holen und dann Schrecks zu vergeben. Oder einen zweiten Nebel. Na gut, also es klappt ja trotzdem. Also wenn er die AT ausschaltet, dann... Also der Tiger wird ja aufräumen hier unten alleine, ja? Also das versteht ist ja kein Problem für ihn. Wenn die jetzt wirklich den T17 da hinten ausschalten würden, die beiden Nebel, und vielleicht nochmal hier kurz reintreffen, gerade in so einen Graben, ich glaube schon, dass der Tiger da ein fettes Comeback feiern kann. Da liegt sogar eine nächste Mörder. Ich würde sagen, wenn der Panzerschreck da liegt, kann er sie ja holen und übergeben. Ja, ja, also das mit dem Nebel könnte jetzt brutal enden, gerade wenn er das hier trifft, wenn die alle Sternreparatur. Da kommt ein bisschen Nebelschuss, der geht sicher auf die Reparatur. Man hat ja gesehen, was da gerade steht. Genau, er hat es versucht und hätte er getroffen, die wären Reparatur, dann wären die weg gewesen. Nichtsdestotrotz, ich würde darauf schießen. Und jetzt kommt natürlich die Counter-Artillerie. Was war das für eine Rennmaschine? Ja, also direkt weggelaufen, also das Counter kam ein bisschen zu spät. Jetzt kommt der zweite Nebel. Eventuell war es nicht ganz so clever, von dem Ding, wo der zweite Nebel rauskommt, zu schießen, weil die Artillerie jetzt immer nur auf den Nebel schießt. Zwar auf den anderen, aber schießt immer nur auf den Nebel. Also hat vielleicht das Timing nicht ganz gestimmt. Nochmal ganz kurz, hinter die Kirche, ja genau. Er hat die jetzt nur getroffen, weil er eben auf den Nebel geschossen hatte. Also vielleicht hätte der Nebel von da schießen sollen und nicht von da. Hat er sich gerade selbst ins Knie geschossen, muss man sagen, der Wehrmachtler. Aber die, wie gesagt, hinter die Kirche einfach, das geht sowieso nichts. Er hat ja die Bullet-Trajectory da gesehen, also wie ist ja flach reingekommen, der Schuss. Und die kracht dann gegen das Haus. Also da hat Nogano sicher noch, hätte optimierter spielen können mit dem Nebel. Ja, aber da noch rauskommt, der hat jetzt den letzten Siegpunkt gleich verloren. Das Problem ist halt ein bisschen, dass der gerade nicht ordentlich repariert wird. Also, es tut der links aus dem Ausschalten.
Also mit den Grenzi, das geht schon. Das Problem ist halt, ihr seht schon, die werden sichtbar und dann regieren natürlich die Fahrzeuge da drauf. Die kaputten werden dann zurückgezogen und umständen nur die, die nicht ordentlich Schaden an denen machen. Bei dem Schreck ist das, bei dem unsichtbaren Stoßtrupp ist das halt eben nicht so, ne? Da geht keine Adli rein, da geht kein Mortar rein, da geht dann kein richtiges Fahrzeug hin, da kommt der Schadmeldschuss nicht. Also dieser Überraschungsschlag, gerade weil die Map so winzig ist, ist der nonstop, ohne Pause, unsichtbar im Einsatz. Je kleiner die Map ist, desto geiler ist der Trupp. Deswegen ich so schwer das nachvollziehen kann, das war der Nebelwerfer, weil ich so schwer nachvollziehen kann, dass er den nicht bauen will. Und da kommt das GG. Ja, schade, also ich glaube, dass der Blitz nicht so seine vollen Stärke ausgespielt hat. Da war sicher noch Luft nach oben. Ja, aber schöne Runde, mal was anderes auf jeden Fall. Und der Brite natürlich ganz gut gemacht, obwohl ich immer noch behaupten würde, dass die frühere Artillerie besser gewesen wäre. Aber hat sicher bewahrheitet, dass es trotzdem funktioniert hat. Und vielleicht hat er ja auf den Gren, das Gren-Investment gewartet. So, und ich mache jetzt einen Screenshot. Bis dann. Ciao, ciao.